Moin Moin, was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Willkommen in Serg. Je kränker die Leute werden, umso zusammenhangsloser werden sie. Und jetzt sieht es so aus, als ob die Gerüchte wahr wären. Die Loddos-Seuche verwandelt die Leute in Monster. Ich denke nicht, dass wir meinen Bruder je finden werden. Vielleicht solltet ihr euch im Quarantänelager der Leitgeborenen umsehen. Das Quarantänelager? Ich schätze, es ergibt Sinn, dass Detisam nachschauen wollen würde, was die Leitgeborenen da drin treiben. Und ich warte auch immer noch auf irgendeinen Beweis, dass das Heilmittel wirkt. In Ordnung. Wenn ihr in das Quarantänelager gehen möchtet, dann komme ich mit. Erzählt mir, was ihr über die Quarantänezone wisst. Die Leitgeborenen haben ihr Quarantänelager um den alten Friedhof herum errichtet. Anfangs haben sie noch Leute hineingelassen und großzügig das Heilmittel verteilt. Aber vor ein paar Tagen haben sie das Haupttor geschlossen und reagieren seitdem auf keine unserer Nachfragen. Irgendeine Idee, wie wir da reinkommen? Detisam hat ihnen bei ihrer Ankunft den Schlüssel zum alten Friedhof gegeben. Und ich habe gesehen, wie die Leitgeborenen durch das Hintertor rein und raus gehen. Wenn wir zum Hintertor gehen, bin ich mir sicher, dass wir einen Leitgeborenen dazu bringen können, uns reinzulassen. Im Hintertor rein und raus gehen. Das bleibt mal unkommentiert zu stehen. Danke, Teso. Danke für deine mega Zweideutigkeit. Du bist so awesome. So. In die... Boah, wie weit weg ist das bitte? Ach, okay, das geht ja noch. Das ist ein Stein. Das sieht sehr besonders gut architektiert aus. Mensch. Ich sollte dieses Wort aus meinem Kopf rauslöschen. Wespe. Hey, das ist der falsche Weg. Halt's Maul. Und hör mir auf, ins rechte Ohr zu brüllen. Das ist schon der richtige Weg. Fräulein. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Komm mit. Gut, dann geht doch. Ich werde es selbst erledigen. Meine Fresse. Was hast du denn? Dämliche Schlampe. Kargo Tui. Der sieht übel aus. Hat aber nichts. Wo kommt die denn her? Ach, hast dich doch umentschieden. Dreckiges Biest. Ach, das geht ja auch da hinten rum. Ach nein, ich habe wieder Schnupfen. Geht das da entlang? Na, ich muss da irgendwie rein. Boah, die sind ja alle fertig hier. Ach, das wäre das Haupttor. Lass mich rein. Gut, dann nehmen wir die Hintertür. Da müssen wir eigentlich... Da muss ich eigentlich einfach nur hier entlang gehen. Ach, die brauchen wir zu lange. Wer so lange braucht zum Laufen, der hat es nicht verdient mehr, der hätte laufen zu dürfen. So. Wo ist die Hintertür? Da ist die Hintertür. Schaut, es ist genau wie ich es euch gesagt habe. Die Leitgeborenen nutzen die Hintertür. Schauen wir mal, ob einer von ihnen den Schlüssel hat. Das machen wir gleich. Ich will aber erstmal vorher diesen Seelenstein haben. So, erstmal abbauen. Dann absorbieren. Eins von drei. Erst. So, das sind Feinde des Erben. Nehmt euch in Acht. Was macht ihr Idioten da? Sehen wir für euch wie Seuchenhüllen aus? Helft mir! Sag mal, hör auf. Sag mal.
Habt ihr das gesehen? Sie haben uns angegriffen. Und auch noch ohne Grund. Wir müssen den Schlüssel aufspüren und herausfinden, was die Leitgeborenen darin verstecken. Genau genommen habe ich die angegriffen, und zwar ohne Grund. Aber du kannst es gerne verdrehen. Ich habe nichts dagegen. Betrete die Quarantänezone. Jo, mach mal. Seuchenhöhle. Igitt. I've got the thriller. La la la. Odra. Odra. Mal gucken, wie viel die aushalten. Geht, die haben so eine Seuchenverseuchung. Muss auch noch kotzen. Ach, und Würmer haben sie irgendwo. Ach Mann. Gestorben. Oh, da knallt's draußen. Hack. Hack. Wir glauben, es hackt. So. In diese Richtung muss ich. So ein bisschen deplatziert meinen. Wenn ich immer auf zu 5 greifen muss, muss ich die Tastatur loslassen. Vier Gold lassen sie liegen? Boah. Großzügig. Schaut, dort drüben. Das ist einer der Leitgeborenen. Eine der Hüllen muss ihn erwischt haben. Mhm. Hallo? Warum schießt du nicht? Was soll denn der Scheiß? Wie Schmerz. Boah, krass. Wie viel Schaden. Toll. Ach man. Ja, dann mache ich einfach ein Bild von... Ach. Von dem hier. Gut. Gehen wir doch mal nach oben. Katakomben von Zerg. Zerg-Amora. Den Dreien, dieser Ort lässt mir das Mark gefrieren. Versuchen wir, meinen Bruder zu finden und dann nichts wie weg hier. Jo, das machen wir. So. Ich glaube, wir haben einen Dauerbesucher hier die ganze Zeit. Muss ich den Namen wahrscheinlich sprechen? Isidom. Ja, Isidom. Grüß dich. Das sieht interessant aus. Ein Heilmittel, Charge 6. Nutzlos. Absolut nutzlos. Das Heilmittel wird nicht den hohen Anforderungen unserer Herren genügen. Wenn es die Person, die es einnimmt, einfach umbringt, wenn wir versuchen würden, ein neues Gift zu erschaffen, dann wäre das durchschlagende Erfolge. Aber es ist nicht unser Ziel. Nehmt weniger getrocknetes Leichenblut und versucht es erneut. Und achtet auf die Temperatur in diesen Kesseln. Einer von ihnen war kurz vorm Überlaufen und ich, für meinen Teil, bin ich scharf drauf, von kochenden Heilmitteln bespritzt zu werden. Ups. Beweise finden. Ach, Leichenverbrennung gibt's ja auch, ne? Interessant. Ach, wir haben schon wieder Leute, die vor uns laufen. Das ist doch doof. Jetzt. Hör auf.
Oh, das kann ich auch, bitte. Irgendwie haben wir jetzt zwei Spieler hier. Und zwei Wege. Ich gehe mal hier entlang. Level up. Geil. Ach, hier ist dicht. Gut. Dann kann ich mich ja... Hast du was gesagt? Gut, dann würde ich sagen, da wir jetzt auf höherem Niveau kämpfen, leben. So, was haben wir jetzt? Können wir irgendwas verändern? Nee. Leider nicht. Zwei Waffen. Ja, auch dort bin ich ganz gut. Mittelrüstung sieht auch ganz gut aus. Ich denke mal, wir nehmen mal auf Handwerkskunst. Und wir sollten mal Stahlbarren verarbeiten. Die werden uns von Nutzen sein. Verdammt. Ich habe mittlere Rüstung, ne? Scheiße. Fuck. Gut, ich hab's verkackt. Müssen wir noch ein Level warten. Oh. Mein Bruder, was ist mit euch geschehen? Bei den Dreien. Ich fürchte, die Seuche verschlingt euch, Bruder. Erona, was macht ihr hier? Es ist nicht sicher. Alter, was ist denn da los? Hilfe! Die Leitgeborenen haben uns angegriffen und die Befallenen verwandeln sich in solchen... Die Anführerin der Leitgeborenen, Wunderheilerin Breva, hat in den nahegelegenen Kammern Experimente durchgeführt. Vielleicht werden die Dinge darin uns Aufschluss über ihre Absichten geben. Dann gebe ich mal ein WTF durch. Alter Schwede. Was zum Henker kam da denn durch? Irgendwie stecken die Leitgeborenen dahinter. Bitte, findet mehr Beweise, um die Leitgeborenen mit dieser Seuche in Verbindung zu bringen. Das waren ja Massen an Gegnern. Ich glaube, der hat ein Problem. Der muss wohl warten. Vielleicht sollte ich ihm helfen. Vielleicht schaffen wir es ja zu zweit. Oder er hat irgendwas aufgeschreckt. Beweise gegen ihn finden. Aber da ist auch noch etwas. Er ist doch auch ein Beweis, oder? Oh, ich gehe mal damit da entlang. Na gut, zur Not nehme ich Pfad der Dunkelheit nochmal mit. Dann können wir uns ungeschoren vorbeischleichen. Oh Gott. Alles Level 16, ne? Es ist buchstäblich unmöglich, da durchzugehen. Können wir vergessen. No. Das schaffen wir nicht. Hat er gerade gestanden? Den geht's doch gut. Der sucht Quarantäne da gewonnen. Keine so. So keine. Da war auch gerade jemand. Was zum Henker? Verdammt. Soll ich das nochmal nehmen hier? Ja, das war's. Gut, geh ich nochmal zurück. Ey, ich soll doch nicht da durch, oder? Die Lodos-Seuche. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß eindeutig, dass das Heilmittel der Leitgeborenen in Wahrheit die Quelle der Krankheit ist. Was sie auch planen. Ihr müsst sie aufhalten. Ihr braucht einen Heiler. Das ist nicht wichtig. Bringt meine Schwester hier raus und haltet die Leitgeborenen auf. Vernichtet dieses angebliche Heilmittel und macht dieser verrückten Wunderheilerin Breva den Garaus. Ich glaube nicht, dass Erona von euch, von eurer Seite weichen wird. Dann stimmt sie um. Es ist zu spät für mich.
Ich möchte mich nicht in eins dieser Dinger verwandeln und meiner Schwester wehtun. Außerdem ist sie eine Redoran. Sie hat eine Verantwortung für das Serg und seine Bewohner. Nun gut, ich werde mit ihr sprechen. Ich wusste, ihr würdet es verstehen. Überzeugt sie davon, ohne mich zu gehen. Sie soll nicht mit ansehen, was als nächstes kommt. Ich habe etwas von dem Gift der Leidgeborenen besorgt. Ein aus freien Stücken gewählter Tod ist besser, als sich in ein Monster zu verwandeln. Das stimmt. Gut, in der nächsten Folge Entscheidung. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.